Ja, oder sind im Heim aufgewachsen? Beides. Im Heim bin ich aufgewachsen, ja, bis 18 Jahre aus Vollweise. Aha. Und dann habe ich mir versucht, eine Existenz aufzubauen als Kfz-Mechaniker. Nach der Bundeswehr habe ich mir einen BMW gekauft. Da hat mich jemand geschnitten und dann hatte ich Totalschaden. Ja. Die 4 Operationen. Also. Und dann kam ich zum Film. Aber bis heute noch dabei. Was ist Ihr Geheimrezept bei dem großen Erfolg, den Sie hatten als Schauspieler? Immer bescheiden sein, zurückhaltend und einfach froh sein, dass man es geschafft hat. Und ja, Optimismus einfach verbreiten und sich nicht unterkriegen lassen und ja, nach vorne schauen. Auch mal negative Situationen gab es bei mir auch. Ja. Versuchen wegzustecken und nicht immer den anderen die Schuld zu geben, auch selbst mal sich selber da an der Nase zu fassen und sagen, vielleicht war ich selbst schuld. Ja. Nächstes Mal geht es vielleicht ein bisschen anders und dann einfach positiv denken. Ja, das, ich staune darüber, weil man kann ja bei so viel Schicksal, negativen Schicksal auch manchmal Selbstmitleid haben, wenn man als Vollweise aufwächst und alle Liebe der Welt, Mutter und Vater nicht hat. Wie gehen Sie damit um? Wie mit Liebe und Verlust? Sehen Sie, ich habe mir, als ich aus dem Heim rausgekommen bin, eine Möglichkeit gegeben, dass ich alles anders mache, wie abgelaufen ist. Dass ich versuche, positiv, ich bin auch oft auf die Schnauze gefallen und nicht gewusst, wie es weiterging. Aber ich habe mir gedacht, es muss einen anderen Weg geben. Ich habe 3 Kinder und die kommen so gerne nach Hause. Also ich wollte die Liebe einfach geben, die ich nicht erfahren habe. Und das sind so tolle Kinder und nette Familie. Ich möchte mit keinem tauschen. Also ich habe alles erreicht. Tollen Job, tolle Familie. Jetzt bin ich Opa geworden. Also mehr kann man nicht erreichen eigentlich. Und man sollte doch zufrieden sein. Und ich brauche kein Statussymbol. Ich bin froh, wenn ich einigermaßen mit meiner Familie gesund bin und über die Runden komme. Und ich brauche nicht immer reisen. Wir haben in München so viele Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Wir haben die Seen, die Berge. Ja. Und man muss nicht immer wegreisen. Und in München ist sehr schön zu wohnen. Und da lässt es gut aushalten. Ja. Haben Sie recht, vielen Dank. Und bitte. Gerne alles, schön. Alles Gute. Danke und Ihnen auch. Ja, danke. Wiedersehen. Ciao.